Hallo und herzlich willkommen wieder zu Evil Within 2 und Sebastian in den Katakomben. Und wir sind hier gerade auf Zombiejagd. Spannend, der hat nichts. Doch, Schießpulver war da dabei, siehst du. Ich glaube, Schrotmunition haben wir jetzt auch genug, ne? Da hinten sind noch Waffenteile, sehe ich gerade. Da geht das darum. Im Moment sehe ich hier noch gar nicht durch, wo ich überhaupt hin muss. Habe ich überhaupt einen Plan? Natürlich nicht. Oh, diese Stille. Aber wir müssen weiterkämpfen. Sebastian muss sich weiter vorkämpfen. Den Puddel brauchen wir nicht. Hier sind auch die ganzen Zellen alle aufgegangen, ne? Oh! Machen fertig, Alter! Den hab ich gar nicht gesehen, Matschi, den Schädel. Nimm. Oh, hier brauchst du drei Hände hier für die ganze Geschichte. Yay! Aber cool. Mit dem Fuß ist jetzt auch nicht schlecht hier. Ist da noch einer drin? Guck mal hier. Ah, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Nimm ihn mit. 9 von 32, mein lieber Mann dort. Und da ist noch so einer. Bleib liegen, Alter. Oh, das war einer zu viel. Schlurf. Was ist das? Ein Rohr? Wir könnten jetzt auch mal mit unserem anderen Ding ballern. Schießpulver. Eigentlich könnten wir jetzt auch mal mit dem anderen Ding mit der Armbrust rumdallern. Ich könnte mal wieder was basteln. Ja, habe ich natürlich jetzt für Schrotmunition. Ist egal. Gut. So. Pistole, nachladen. Ist nachgeladen. Alles klar. Die Armbrust könnte man mal einsetzen jetzt, ne? Aber wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt. Wie nett. Nette Folterkammer. Guck mal, da sind da auch noch so eine Typen. Das war nicht schlecht eben. Mit der Lampe, das war ja wohl der Hammer. Sind die jetzt, ist der andere da auch erledigt? Da ist ja noch eine Kiste, Mann. Komm, die holen wir uns noch die Kiste. Was haben wir hier rausgefummelt? Na komm. Haben wir noch eine Flasche? Ach, wir haben zwei Stück. Ach komm, die können wir auch noch mitnehmen. Mann, ich bin immer so. Ich will mehr finden, besseres finden, schöneres finden. Ist der nur erledigt? Pass mal auf. Los, den anderen auch noch. Das war doch... Oh. Wie cool war das eben trotzdem? Mein lieber Mann. Waren wir jetzt schon? Komm, jetzt noch Munition. Oh, ich weiß gar nicht, wo du... Mann, ein Labyrinth hier. Was ist das? Ah!
für Armbrustbolzen. Na gut. Was ist das denn hier? Ist mir nicht? Mensch, nimm die doch alle mit, Junge. Verbrannte Seite aus der Freiheit, Untertan 1. Es ist der natürliche Wunsch des Menschen, sich zu widersetzen und zu widerstehen. Sei es der Veränderung, Autorität oder Verlangen. Doch der mentale, emotionale Tribut wiegt häufig schwerer als die daraus resultierenden Vorteile. Das Universum ist zu gut organisiert, zu perfekt seine Konstruktion. Wie können wir nur glauben, dass solche Perfektion aus Chaos entstanden ist? Meine Hypothese ist, dass es einen Plan gibt für mich, für dich, für jeden Einzelnen von uns. Manche sagen, alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Einige nennen es Schicksal. Was es auch immer ist, Leid komme über alle, die sich dem widersetzen. Ja. Hammergeräusche sind das auch, ne? Gut. Schrotflinte ist wieder voll. Da leuchtet doch noch was. Guck mal. Ich wollte die Flaschen nicht nehmen. Wie gut, dass sie mitgenommen haben. Was liegt hier noch? Waffenteile, wa? Komme ich hier nicht durch, bin zu fett oder was? Die passt jetzt auch. Sind noch mehr Mumien, Monstren, Mutationen. 150 Waffenteile. Ey, langsam müssen wir mal zu Pott kommen hier, ne? Bevor wir alles. Wir haben hier schon einiges untersucht jetzt, ne? Da ist noch Glibber. Grünes Gild, der leuchtet immer noch hier mit seinen Scheinwerfern. Wir haben jetzt schon 6150 Gel. Das passt doch. So, da wackelt der Typ immer noch da hinten. In seinem Korb. Ja, ich brauche hier nicht rüberklettern. Tja. Also, ich habe hier erstmal gar keinen blassen Dunst. Ich will doch nicht wieder zurück, oder? Hä? Mission? Orientiere dich und suche nach Anzeichen von Myra und Lily. Hier aber doch nicht wieder zurück, hier. Hier kommen wir wieder zurück. Okay, hier waren wir, hier waren wir. Wir werden erstmal rechts rumgehen. Hier waren wir überall. Wir sind doch hier einmal lang gegangen schon, ne? Das haben wir alle schon abgegrast hier. Tja. Das ist der Maschinenraum. Hier waren wir auch gewesen. Hier sind die Armbrustbolzen. Die können wir jetzt mitnehmen, ne, weil wir die größere Tasche haben. Einen können wir mitnehmen. Oder so. Toll. So, und dann? Hier ist noch eine Buddel. Die war nicht schlecht. Guck, jetzt wissen wir, was wir damit machen können. Schleuder sie beiseite. Was liegt da noch? Da liegt da bestimmt auch noch eine Flasche. Guck, jetzt brauchen wir die Dinger. Jetzt wissen wir, was wir damit alles anstellen können. Juckt's gerade am Ohr. Oder im Ohr.
Nee, das brauchen wir nicht, ne? Voll. Da waren wir schon längst. Ich habe mich verlaufen. Und hier unten hast du auch keinen Plan, ne? Ich weiß, was wir jetzt, wie wir weiterkommen. Pass mal auf hier. Wir haben hier alles abgegrast und jetzt hauen wir die Kurbel hier rein. Und wir müssen ja auch mal zu tippen hier. Wenn das so weitergeht, muss ich mir bald ein neues Keyboard kaufen. So, jetzt brauchen wir hier unseren Ding. Das geht jetzt wieder runter, ne? Was überrascht uns hier? Ach, das können wir uns jetzt aussuchen. Gut, dann gehen wir zuerst mal hier rein. In diese kleine niedliche Zelle. Ach, die sind alles Mumien, ne? Oh, was für ein leckeres Toilettchen. Tja, was soll ich sagen? Auch ein Toilettengang tut gut, aber das Klo tut's nicht mehr. Nächste Zelle. Ich glaube, das Bett tut's auch nicht mehr. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier im Klo. Oh, das sieht doch sehr neu aus. Und was für ein modernes Klo hier auch. Ah, Kiesten. Was? Hier ist offen. Da wartet doch jemand, wa? Gucken wir erstmal. Machen erstmal alle kaputt hier. Die Ausbeute war ja nicht groß. 180 Waffenteile, naja, besser als gar nichts. Ein Geräuschpegel hier, ne? Was leuchtet da hinten? An der Wand. Oh! Siehst du? Den habe ich doch leuchten sehen. Ach, da kann man unten reinkriechen. Was hat der nochmal? Sich Schießpulver. Jetzt sind wir übervoll, ne? Spritzen können wir jetzt gebrauchen, ne? Und der ist schon verschimmelt. Muss ich hier. Ah! Resonanzkunst. Punkt wurde. Ach, da. Na, wo ist die G-Tasse? Oh,
Nach Union, das 10. Erinnerungsfragment. So kommen wir jetzt wieder raus und macht das Sinn und hier kommen wir jetzt nicht raus, wir müssen ja wieder zurück. Was ist das? Oh, Brech. Das sieht auch schon nicht mehr gesund aus. Der leuchtet doch immer noch. Der ist schon erledigt. Was leuchtet denn da noch? Seine Augen oder was? Ha! Guck mal an. Die leuchtenden Augen. Guck mal, das sind LEDs gewesen, ne? Schrotmunition. In die Richtung. Aber wir können da keine Karte. Also. So, hier sind wir raus. Da haben wir durch. Und das ist die letzte Tür. Hier sind wir rein, ne? Was sind wir von hier gekommen? Jetzt sehe ich auch nicht mehr durch hier. Das sah aus, als wenn da einer steht an der Ecke. So, Himmel, Alter. Ja, das war. Da haben wir das reingesammelt. Dann sind wir hier raus. Dann sind wir hier. Dann waren wir hier durch den Geheimgang durch. Genau. Hier ist verschlossen. Ach, das war die Tür. Auch verschlossen und hier ist offen. In der Tiefe finden Sie, wonach Sie suchen. Nur durch den Fall können Sie sich erheben. Nur durch den Fall. Na gut. Was geht hier vor? Ach so, ich dachte, er geht jetzt alleine weiter. War klar. Naja, gut, er hat ihm das ja gesagt, nur durch den Fall. Da kommen wir nicht mehr hoch, ne? Verdammt. Das war's, Alter. Da kommst du nicht mehr hoch. Tja. Was ist das da? Schon wieder so einen kleinen Mann im Ohr. Er kann. Doch, das kann er. Warte mal, kann man das mal? Das bringt aber nichts, ne? Ach, das ist. Sieht aus, als wenn da einer steht. Das. War klar. Sie sind ja eins. Was? Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Lilly, nein! Du hast deine Tochter verloren. Du konntest sie nicht retten. Sie haben die Schlüssel zur Erinnerung ihrer Qual. Ey, oh, cool! Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Will ich jetzt durchgehen? Ja, sieht ja so aus, ne? Sie können Ihre Vergangenheit nicht ändern. Nur
er sich zu guter Letzt. Lily? Doch nochmal alles ändern. Verdammt! Los! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ah! Ja, pass auf. Feuerteufel. Mein lieber Mann, damit habe ich ja nicht gerechnet. Oh, haben wir jetzt noch eine Chance? Cool. So, und wie viel Munition haben wir jetzt verbraten? Also mit der schrotigen, das geht seinen Gang, aber die andere reicht nicht aus. Was haben wir da unten noch liegen? Ach, die haben auch bloß grünes Gel. Ich dachte, die haben jetzt eventuell feuriges Gel. Aber egal. Neue Gegner. Okay, wie ihr wollt. Voll. Das habe ich sowieso noch nicht. Die brauchen wir. Die haben, wie gesagt, Rauchbomben. Ach, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe das noch nicht ausprobiert mit diesen Armbrustpfeilen, aber im Notfall, muss ich sagen, den Waffenwechsel. Der hat sich hier widersetzt. War mir ein Dorn im Auge. Und sie haben ihn entfernt. Okay. Dafür werden sie bedankt. Stefano. Die kannten sich. Vermutlich. Schrotige. Das ist gut. Die Schrotwaffe, die ist gut. Wo sind wir jetzt hier? Wir geraten immer tiefer rein. Er kann hier nicht springen, er kann hier nur klettern, ne? Aber Stahlbeton, 1A Stahlbeton. Ein Spiegel! Na, das ist doch mal was. Da können wir noch was herstellen nochmal. Bevor wir hier... Oh, sorry, Entschuldigung, wenn es jetzt geklappert haben soll. Also... Bevor ich jetzt hier auch irgendwo einen Schritt weiter gehe, machen wir jetzt hier nochmal eine kleine Aufpimperei. Und dann wollte ich diese Session erstmal beenden. Denn ich muss auch erstmal eine Pause machen. Wir brauchen die Schrotwaffe, ne? Gott, das war gut. Gott. Jetzt muss ich erstmal gucken. Waffenverbesserung. Die benutzen wir am meisten jetzt, ne? Nachladezeit.
Wir haben keine hochwertigen Waffenteile, verdammt nochmal. »240, na wie toll, 100. 100, was ist das? Kritisch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden zu verursachen, wenn du die Schwachstellen eines Gegners triffst. 1% von 20. Ja, da haben wir keine hochwertigen Waffenteile. Na. Das haben wir. 300. Oh, nee. Das ist die Feuerkraft. Die hätten wir nachmachen. Nehmen können. 160. Das ist die Nachladegeschwindigkeit. Feuerrate. Verringert die Zweitbissen den Ab. Das können wir nicht machen. 140 haben wir noch. Das haben wir auch. So, jetzt werden wir noch ein bisschen. Ein Schlüssel haben wir auch noch. Siehst du, das können wir auch noch mal machen. Wir können ja Tatjana noch mal besuchen. Genau. Entspannen Sie sich, Detective. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, Tati, Augenblick mal. Ich weiß schon wie. Setz dich erstmal hin. Jetzt hat sich. Wir werden mal weitermachen hier, ne? Na, das passt doch. So, mal gucken, was wir jetzt machen können. Das wird jetzt Gesundheit. Kampf. Können wir schon Kampf? Macht das Sinn? Verringert das Wackeln. Das haben wir. Das haben wir nicht. Aber du hältst die Fähigkeit, benommene Gegner wegzutreten, funktioniert nicht bei allen Gegnern, das haben wir ja. 6000, ach, Rückschuss beim, das ist auch nicht das Wichtige. Drücke G beim Zielen, um dich zu konzentrieren, um die Zeit zu verlangsamen. Drücke G erneut, um die Effekte, um den Effekt zu beenden. Das ist eine gute Sache, das rote Gel haben wir einmal hier. Das ist Quatsch. Also jetzt mal so nicht wirklich wichtig. 20.000. Da kommen wir auch so ran. Ach so, da kommen wir noch gar nicht drüber. Genau. Das will ich ja nicht. Gesundheit. Was haben wir? Was ist das? Steigert das Maximum der Lebensanzeige. Das ist doch gut. Was ist das? Reicht das überhaupt? 12.000 haben wir. Das ist... erhöht deine Schmerztoleranz, sodass du Angriffe überleben kannst, die andernfalls mehr als genug Schaden verursachen, um dich zu töten. Ach, wir machen das hier. Das ist einmal rotes Gel und Bingo und dann reicht das. So. Ich glaube... Dieser Ort hier genau. Ist die Hölle. Wahrhaftig. So viel Leid und Tod. Ja, man braucht Stärke, um ihn zu durchqueren. Stärke und Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel ich noch verkraften kann. Sie haben ihre Grenzen noch nicht erreicht. Die Antwort darauf, warum Sie wirklich hier sind. Warum ich wirklich hier bin? Weil ich Lily retten will. Ja, aber um das zu schaffen, müssen sie zuerst andere Herausforderungen bestehen. Ja, wohl wahr. Und da sind noch genug. Aber langsam müssen wir auch zum Ende kommen, ne? Cool. Guck mal an. Jetzt hat er aber eine ordentliche Lebensanzeige. Ich meine, da müssen wir natürlich auch ordentlich raufknallen. So ist es nicht, ne? Hier können wir auch nichts weiter herstellen. Also ich habe ja auch gedacht, dass wir eventuell noch mal ein bisschen
Spritzen. Gut. Dann speichern wir zum letzten Mal ab. Tja, Freunde, und damit möchte ich mich auch erst einmal für diesen Teil verabschieden. Bevor wir nun hier reingehen, macht's erstmal gut. Bis später.